Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mission Enchantix. Story spielen, Kapitel 8, spurlos verschwunden. Episode 1, Omega. Timmy, Tecnas Freund, ist davon überzeugt, dass sie noch lebt. Wenn sie hier ist, werden wir sie finden. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und ich habe den Bug behoben. So, dann muss ich einmal hier lang. Nee. Dann einmal hier hoch. Und noch dieser Stein hier. Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Boah, ich hasse diese Schlangen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hier gekonnt ignoriert habe, aber na gut. Wie gewonnen zu zerrollen, würde ich mal behaupten. Okay, das lief hier ohne Probleme. Och nö, nicht dieses Viech hier. Hätte ja klappen können, ne? Na, hab hier. Okay. Das lief hier auch ohne Probleme. Okay. Da unten sind Sterne. Schon wieder eine Hab hier. Okay, hier oben ist nichts mehr. Hier sind noch ein paar Sterne und ein Trocho. Okay, das lief ja ohne Problem. Der kann Bomben setzen. Das ist nicht nett. Definitiv nicht. Der kann tatsächlich Bomben setzen. Ich fass es nicht. Und ich kann nicht ausweichen. Ich bin zu dumm zum Ausweichen. Und falsche Knöpfe. Ich wäre dafür, wenn jetzt hier jemanden Herz droppen würde. Das wäre zu gütig. Mein Film wurde erhöht. Erhöht. Erhört. Wo sind hier die ganzen Sterne? Der hat mich auch erhört. Und der war auch nett. Der auch. Oh, es gibt noch nette Monster. Ich habe nichts gesagt. Immer schön in Bewegung bleiben. Okay, 6 Sterne fehlen mir noch. Wow. Das sah gekonnt aus. Keine Spur und ich war mir sicher, wir würden sie finden. Es scheint alles so hoffnungslos. Nein, Mädels, ihr habt recht. Wir müssen einfach weitersuchen. Omega nah. Nur die schlimmsten Übeltäter werden in Omega gefangen gehalten. Gut zu wissen. Episode 2. Vielleicht habe ich mehr Glück, Tekta zu finden. Ich muss es einfach versuchen. Und Vertrauen haben, dass ich es schaffen kann. Indem du Blooms Enchantix einsetzt, entfetzt du ihre inwohnende Drachenessenz und kannst so jeden Gegner, auf den sie trifft, aus dem Weg räumen. Das machen wir doch einfach mal hier mal als Test. Ui, wow. 3 Mana-Kristalle, wow, das ist schon echt hart. Ich wünschte, ich hätte den Bug schon vorher beseitigt. Naja, besser spät als nie, ne? Wow. Hello, my dear friend. How are you?
Mit etwas Konzentration kann man doch so vieles schaffen, ne? Ja, und ich habe kein Herz verloren, ne? Hat niemand gesehen. Sind alles noch meine Originalherzen. Spaß. Okay. Okay, das ist jetzt mies. Ich sag doch, ich werde besser. Wow. Okay, ein Tag ist schon finito. Und der zweite auch. Okay. Habt ihr hier zufällig ein Herz getroppt? Nein? Okay. Aber hier ist ein Herz. Das ist doch auch schön. Hier sind Sterne. Kommst du hoch? Danke. Okay, Tag ist auch finito. Voila, die Waldfee, Hilfe. Okay, zwei Sterne fehlen mir noch. Okay, hier sind die letzten Sterne. Tekna! Ganz allein gegen einen Greif zu kämpfen, ist wirklich alles andere als Spaß. Doch wenn ich sie dadurch finden kann, ist es die Mühe wert. Tekna? Du lebst, oh wie ich mich freue, dich zu sehen. Blum, du hast mich gefunden. Ihr habt gedacht, ich sei... Nein, nein, ich wurde nur hierher transportiert. Mir geht es gut. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Die anderen Mädels werden sich riesig freuen. Und übrigens, schickes Outfit. Tekna im Omega. Tekna erzählt von ihrer Not nach ihrer Strandung in der Omega-Dimension. Episode 3. Omega. Wenn die anderen Mädels da sind, wo du glaubst, kann ich sie ausfindig machen. Bloom. Teknas Enchantik-Zauber Firewall bildet einen Schutzmantel, der die Wings vor geschossen und fallenden Objekten bewahrt. Oh. Puh, zieht aber auch mächtig am Mana, ne? Na gut. Begib dich in diesen Scanner. Du kannst so das verschlossene Tür da oben öffnen. Vielleicht kann Tekna ihr Hologramm in den Scanner lassen, damit das Tor offen bleibt. Okay, ich möchte mich jetzt einmal hier nochmal kurz. Okay. Da, 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 wir sind schnell genug. Ah ja, hier müssen wir auf Blumen umändern. So. Hier sind auch noch Sterne. Bin wieder gekonnt ausgewichen. Weiß nicht, was ihr habt. Okay. Hier brauche ich Teknas Hologramm. Wir sind aber schnell genug. Na, wir sind auch schnell genug. Okay, Herz brauchen wir jetzt nicht. Dann einmal wieder auf Blumen. Na toll. Ah, ich bin schnell genug. Okay. Das wäre jetzt mystisch, wenn wir kein Mana mehr hätten. Aber wir haben ja noch Blumen, um Mana zu tauschen. Okay, das ist jetzt nicht die beste Chance. Beste Chance. Ah, ich bin durch für den Tag. Ja, fast ab 10 abends, ne?
Herzen wären auch wieder schön. Und Sterne. Ich brauche noch sehr viele Sterne. Okay, da komme ich noch nicht hin. Wow. Okay, Bloom. It's your turn now. Okay, uns fehlen nicht mehr so viele Sterne. Das heißt, wir sind doch gleich mit dem Level durch. Hallöchen, Popöchen. Wo bist du denn hin? Ah, nein. Nein. Wo ist denn der letzte Stern? No. Das ist jetzt mistig. Hallo, Stern, bist du? Wo ist der Stern denn jetzt? Einmal hier nochmal lang fliegen. So, dich habe ich vergessen. Gut, das reicht auch, wenn Tech da im Hintergrund ist. Sind das da oben Freunde von uns? Ja, los zu ihnen. Dann können wir uns alle gemeinsam hier aus dem Staub machen. Okay, das nächste Level und ein neues Bild in der V-Club. Omega-Häftling. Einer der vielen Übeltäter, die in der Omega-Dimension eingefroren wurden. Okay. Episode 4, Omega. Oh, Bossfight. Lass mich raten, Icy? Hier lang, Mädels, runter von diesem Eisblock. Du denkst, dieser Planet ist kalt? Dann warte erstmal, bis du eine Ladung von mir abbekommen hast. Icy. Hast du Mr. Softice und seinen Eiswagen erwartet? Du hast recht, eigentlich sollten wir uns nicht mehr wundern, unangenehmen Herrschaften wie dir über den Weg zu laufen. Was ihr erwarten solltet ist, dass ihr sehr bald Teil dieser schönen Frostlandschaft hier sein werdet. Wir sind mächtiger, als du uns in Erinnerung hast, Icy. Los, da wollen wir sie mal aufwärmen, Mädels. Oh, jetzt können wir auch den Eisblock hier zerstören. Okay, das geht ja, ne? Okay, die zieht uns aber auch viel ab. Okay, Icy ist auch noch sehr stark, ne? Boah, wie viel die uns einfach mal abzieht, ne? Ich glaube, ich habe Hirnfrost. Sollte ich dagegen nicht immun sein? Du hast Glück, denn wir sind in Eile, Icy. Habt ihr doch gesagt, dass wir jetzt mehr drauf haben. Hey, Blume ist richtig selbstsicher geworden. Sag mir mal, dass ich angefangen habe, einer kleinen Stimme in meinem Inneren Aufmerksamkeit zu schenken. Kapitel 9 freigeschaltet, ein extra Herzcontainer, ein neues Sedina V-Club, US-Titel. Und ein neues Bild. Omega-Portal. Das Portal verbindet Omega mit anderen Dimensionen. Okay, dann sage ich jetzt aber mal an dieser Stelle. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Let's Play Wings Club Mission Enchantix. Bis dahin. Ciao, ciao.